Das Gedankenexperiment Zwillingserde von dem Philosophen Hilary Putnam wird erklärt von Nathalie, Vanessa, Nadine und Sarah. Wir stellen uns vor, es gibt zwei Erden, die 100% identisch sind. Die Landschaften sind gleich, die Städte sind genau gleich. Dies geht sogar so weit, dass es auf der zweiten Erde sogar molekular genaue Zwillinge von uns gibt. Der springende Punkt des Experiments ist nun, dass es einen einzigen klitzekleinen Unterschied zu unserer Erde gibt, nämlich Katzen. Während sie auf dem einen Planeten echt sind, sind sie auf dem anderen Planeten Roboter. Aber sie sehen genau gleich aus, schnurren gleichzeitig, haben das gleiche Fell und handeln genau gleich. Doch die Bewohner von dieser Erde mit den Roboterkatzen wissen nicht, dass ihre Katzen Roboter sind, und denken, ihre Katzen seien richtige Katzen. Käme es nun zu einer Diskussion zwischen den beiden Erden, würden logischerweise die Bewohner beider Erden behaupten, ihre Katzen seien echte Katzen. Auch die Bewohner der Erde mit den Roboterkatzen würden behaupten, ihre Katzen seien echte Katzen, während die Bewohner des anderen Planeten genau das Gegenteil behaupten würden. Nun haben wir ein Problem. Wer hat recht? Denn jeder glaubt, seine Katzen seien die echten Katzen und können sich dementsprechend nicht einig werden, wer die echten Katzen hat. Aus diesen Überlegungen sieht der Philosoph Putnam die berühmte Schlussfolgerung Cut the pea any way you like, meaning just ain't the head, und zeigt uns, dass gleiche mentale Repräsentationen nicht automatisch zu gleichem Bezug führen, und er widerlegt damit die Theorie einer festen Verknüpfung von mentalen Begriffen und Bezug. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hoffen, ihr wisst nun, was das Gedankenexperiment Zwillingserde bedeutet.